Echt? Na, das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten, gell? Und dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch, Mensch. Ha ja, schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau und dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja noch schon. Ich spiele nicht Räuber und Gendarm. Und du hast niemanden geschnappt, du hast Kikeriki gemacht. Wir nennen das Hinweis aus der Bevölkerung. Du bist Eiermann. Also bitte bleib bei den Hühnchen. Du bist zu spät. Wie ist es damals mit Daniel passiert? Hast du's?